Hallo, hier ist der Manuel. Ich präsentiere heute im Rahmen der Hochschulgruppe für interdisziplinäre psychedelische Forschung in Mainz das Thema Raum und Rausch, Wechselwirkungen zwischen Architektur und Psychedelik von der Vorgeschichte bis heute. Heute kommt der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich ja im März schon mal live gehalten. Da gibt es leider keine Aufnahme davon. Heute geht es nur ums 20. Jahrhundert, wie man unten sehen kann. Dabei musste ich leider auch Sachen streichen, weil es sonst zu lang geworden wäre. Ich hoffe, ich werde jetzt rechtzeitig fertig in einer Dreiviertelstunde. Hinweisen möchte ich noch auf den Jitsi-Call heute Abend, wo wir dann über das Thema sprechen können. Dafür habe ich mir auch einige Fragen ausgedacht, die ihr dann am Schluss seht. Und es geht hauptsächlich um diese Themen, nämlich wie ein kanadischer Architekt in den 50er Jahren in einer psychiatrischen Klinik mehrere Mal LSD genommen hat, um ein für die Behandlung von Schizophrenen angemessenes Klinikgebäude zu bauen und was daraus wurde. Dann noch, wie in den 60er Jahren von anderen Architekten psychedelische Drogen benutzt wurden, um Gebäude zu entwerfen. Und dann noch einige Beispiele von kontemporären Verbindungen zwischen Architekturen und Substanzkonsum. Aber erst würde ich mal mit den 50ern anfangen. Da gab es in Weyburn, Saskatchewan, das Weyburn Mental Hospital. Das wurde erbaut 1921, war damals das größte Gebäude in Kanada und hat ungefähr Platz für 3000 Patienten geboten. Es waren aber oft auch noch mehr Leute da untergebracht. Und auch wenn das so groß war, war es trotzdem total überfüllt, weil man damals alle möglichen Leute, die man halt loswerden wollte, einfach eingewiesen hat. Jetzt egal, ob die jetzt irgendwie eine Krankheit hatten oder nicht. Wenn man die loswerden wollte, dann hat das einen guten Platz geboten. Das ist ein Bild kurz vor dem Abriss. Das ist 2009 abgerissen worden und stand aber da schon fast 40 Jahre leer. Wie gesagt, ganz schlimme Zustände bis 1951 dann Humphrey Osmond klinischer Direktor wurde. Den kennen ja einige von euch sicher. Das ist Humphrey Osmond, der Psychiater von Aldous Huxley, der das Wort psychedelisch erfunden hat. 1956, der war ja Psychologe, der hatte bereits in Großbritannien psychologische Experimente mit LSD und Mescalin gemacht, was aber nicht so gut ankam bei seinen Vorgesetzten und auch bei den Politikern. Und dann ist er halt nach Kanada. Das war dann wohl ein bisschen liberaler. Er hat dann in Weyburn Alkoholiker mit LSD behandelt. Das hat auch ganz gut geklappt. Und als er Direktor wurde, da hat er erstmal einige Sachen geändert. Zum Beispiel hat er die Leute, die vorher auf ihren Stationen mehr oder weniger eingesperrt waren, nur zum Arbeiten rausgehen durften, durften dann einfach frei rumlaufen. Humphrey Osmond jedenfalls hat 1957 einen Aufsatz geschrieben in einer Zeitschrift namens Mental Hospital. Der hieß Function as the Basis of Psychiatric Ward Design. Dieses Paper sollte eine Verständigung zwischen Architekt und Psychiater möglich machen. Und Osmond meint in diesem Paper, dass die Funktion die Struktur bestimmen müsste und die Aufgabe des Architekten wäre dann, einen strukturellen Ausdruck der funktionalen Erfordernisse zu entwerfen. Geistig kranke Menschen werden sehr gut erforscht, deshalb sollte es auch möglich sein, ihre Bedürfnisse ziemlich exakt zu bestimmen. Und trotzdem hätte man sich bis jetzt so wenig Gedanken über die Kranken gemacht, dass man ihnen Gebäude aufgezwungen hätte, die ihrer Gesundung abträglich seien. Und Osmond meinte, die Kliniken selbst wären einer der Hauptgründe für die Chronizität der Erkrankungen. Weiter meint er, dass diese Kranken eine Sache gemeinsam hätten, dass es bei ihnen einen Bruch in interpersonalen Beziehungen gäbe, die würden zu einer Entfremdung von der Gemeinschaft führen und einer Flucht vor einem
Flucht vor oder einem Ausschluss aus der Gesellschaft führen. Aber zum Glück gäbe es sogenannte psychiatrische Werkzeuge wie zum Beispiel LSD-25 und Mescalin. Und mit deren Hilfe könnte man eine veränderte Wahrnehmung produzieren, die denen von Schizophrenen ähneln, in einem Experiment, um halt rauszufinden, wie die sich fühlen. Auffällig ist hierbei, dass dieses Paper war von 1957 und er spricht ja von LSD noch als einem psychotomimetischen Mittel, obwohl er ja 1956 bereits das Wort Psychedelik erfunden hatte, um die Wirkung von LSD-25 und Mescalin und Psilocybin und so weiter zu entdecken. Man sieht es halt, beide Auffassungen von diesen Drogen quasi sich überlappt haben und nicht so, wie man eigentlich das üblicherweise sagt, dass ja, früher hieß es halt psychotomimetisch und dann hat man sich es anders überlegt, sondern es gab da noch einen Zeitraum, in dem beide golden. Übrigens hat auch Albert Hoffmann noch 1959 von psychotomimetisch gesprochen in einem Aufsatz, aber das nur so nebenbei. Letztendlich ist so das, worauf es hinausläuft bei Osmond, dass die Patienten sich wie zu Hause fühlen sollten und nicht wie in einer Klinik. Osmond war übrigens auch nicht der Einzige, der Veränderungsbedarf gesehen hat in dieser Zeit. Es war wohl allen klar, was es da für Probleme gab. Es war auch nicht außergewöhnlich, jetzt zu sagen, dass durch die Architektur irgendwie Leute jetzt nicht direkt geheilt werden sollen, aber der Gesundungsprozess irgendwie unterstützt werden soll. Es gibt da die Vorstellung, die heißt architektonischer Determinismus. Es geht da darum, dass Gebäude soziales Verhalten stark bestimmen können. Um jetzt rauszufinden, wie Wayburn auf die Kranken wirkt und um auf den Wahrnehmen, die man dann daraus bekommt, aufbauend was Besseres zu bauen, hat jetzt ein kanadischer Architekt namens Kiyoshi Izumi in der Klinik LSD genommen, und zwar mehrmals. Der ist ja schon länger schon hier zu sehen. Das ist ein Bild aus dem Canada Evening Telegraph. Das war jetzt nicht so außergewöhnlich, dass ein Architekt LSD genommen hat, wie man vielleicht denken würde. In den 50ern haben viele Leute, also auch Architekten und andere Künstler, auch bekannte Schauspieler LSD genommen oder eben Mescalin. Dann entweder privat, um sich besser zu fühlen, oder in klinischen, experimentellen Studien. Es gibt da zum Beispiel zwei Architekten, die haben, von denen wurde berichtet, dass sie LSD genommen hatten. Das war in der Zeitschrift Progressive Architecture von August 66. Da gab es einmal Henry Bull, der von sich selbst berichtet hat, durch das er LSD genommen hat, wurde er ein besserer Henry Bull, aber eben kein Gaudi oder kein Wright. Oder einen anderen Architekt, wie zum Beispiel Eric Clow, der sollte ein Kulturzentrum in Kalifornien entwerfen und hatte da irgendwie so ein bisschen eine Blockade. Dann hat er halt LSD genommen und er berichtet, dass er dann erstmal eine geistige Reise durch die Architekturgeschichte bis in die Zukunft gemacht hätte. Dann hat er zuerst ein Quadrat gemalt, dann 5 bis 10 Minuten nichts, hat sich total leer gefühlt und dann plötzlich, also with a total flash, hat er gesagt, erschien das komplette Gebäude vor seinem geistigen Auge und es war so komplett, dass er mental durchlaufen konnte und sich alles ansehen. Und dann hat er es einfach so aufgezeichnet und er war dabei einigermaßen hektisch, weil er gefürchtet hat, dass das Gebäude plötzlich vor seinem geistigen Auge verschwindet. Das sieht man auch hier, was er dann letztendlich gezeichnet hat. Also da habe ich eine Skizze und noch eine andere. Das ist eben dieses Kulturzentrum gebaut, das er geplant hat. Er berichtet weiter, dass das ganze Projekt nur eine Stunde gedauert hat, was normalerweise länger dauert. Und danach hat er zum Spaß noch ein Meditationshäuschen designt und ein paar Berghütten und so weiter. Und abschließend meint er, dass jeder Architekt diese Erfahrung machen sollte. Also es hat ihm wirklich was gebracht.
Jetzt würde ich aber, war nur so ein kleiner Exkurs, würde ich jetzt wieder zurück zu Kyo Izumi. Der Canadian Evening Telegram hat auch darüber berichtet, was er gemacht hat, dass er LSD genommen hat in Weyburn und hat das unter der Überschrift The Demented World of Kyo Izumi veröffentlicht. Er hat halt diese verzerrten Wahrnehmungen dann bekommen, die man halt den schizophrenen Patienten unterstellt hat. Was ihm vor allem auffiel, war, dass es keine Uhren gab dort oder keine Kalender, sodass man total orientierungslos in der Zeit war. Es gab viele verspiegelte lange Gänge, die anscheinend bis in die Unendlichkeit reichen. Die Fenster waren vergittert, die Betten waren zu hoch, um beim Draufsitzen mit den Füßen den Boden berühren zu können. Dann hier noch ein Zitat, dass die Fliesen aussahen wie Stufen. Er hatte das Gefühl, dass er irgendwo hochklettern musste. Und die Hintergrundmusik, also es lief wohl Hintergrundmusik und es gab auch sporadische Durchsagen und die rochen ihm zufolge nach Abfall. Das alles waren halt seine Wahrnehmungen, die er auf LSD in Weyburn hatte. Daraus geschlossen hat er dann, dass man die Umgebung des Patienten benutzen könnte in Bezug auf seine Wahrnehmung, also Wahrnehmung von sich selbst, von anderen und von Raum und Zeit zu modifizieren. Es sollte dabei so viel Privatsphäre wie möglich geboten werden. Die Ambiguität von architektonischen Details und Designs sollten minimiert werden. Also dass man jetzt zum Beispiel Türen als solche erkennen kann, also sie deutlich abgehoben sind von der Wand, dass es keine Materialien gibt, die so aussehen wie andere Materialien, also so Furnier oder sowas, dass es da auch keine Effekte gibt, die Illusionen erschaffen, wie zum Beispiel eben diese Fliesen, wo man dann, wenn man die sieht und die Wahrnehmung ist ein bisschen gestört, dann hält man das für eine Treppe. Es soll auch keine Furcht erregt werden, wie zum Beispiel durch endlos lange Gänge oder halt irgendwelche Lichtverhältnisse. Und es soll auch die soziale Interaktion gefördert werden. Die Häufigkeit und die Intensität von unerwünschten Konfrontationen sollen eingedämmt werden. Und er hat sich das so gedacht. Es gibt halt diese drei Level von sozialen Beziehungen. Das einmal das Persönliche, dann Beziehungen zwischen einer kleinen Gruppe von Menschen und Beziehungen zwischen einer größeren oder unbegrenzten Nummer, Zahl von Menschen. Und hier ist nochmal ein Schema, wo er das irgendwie auf ein bisschen in Richtung Gebäude jetzt gemacht hat. Also man sieht ganz unten links ist der Rückzugsort von einem Patienten, der ist an fast vier Seiten geschlossen. Dann Parler, was halt so sollen Konversationen stattfinden, Musik, Kartenspiele und so weiter. Der ist an einer Seite offen, aber an drei Seiten begrenzt, sodass noch ein bisschen Geborgenheit da ist. Und dann ein Raum für Aktivitäten, der halt relativ offen ist. Da kann man dann Ping-Pong spielen, tanzen und so weiter. Das Ganze sollte dann aber rund gebaut werden, nicht eckig wie auf dem Schema, weil das runde Design durch seine Symmetrie halt soziopetal wirken und die Interaktion Richtung Zentrum fokussieren, während die privaten Räume sollen an der Peripherie sein. Dieses Design erlaubt es dann, die soziale Interaktion, die Kommunikation und Aktivität weg vom Rückzugsort des Patienten zu verlagern. Der Patient hat dann eine Möglichkeit zu wählen, in welcher Umgebung er sich gerade aufhalten will. Das Wort soziopedal habe ich gerade benutzt. Das heißt, es soll menschliche Beziehungen unterstützen. Das Beispiel, das Osman und Izumi genannt haben, sind zum Beispiel Kaffeetische auf dem Bürgersteig. Das Gegenteil von soziopetal wäre dann soziofugal oder halt menschliche Beziehungen behindernd. Dazu gibt es hier dieses Foto, das ist relativ bekannt. Das sind die Four Seated Ladies of Weyburn. Das ist halt, wie es aussah in Weyburn, als die ihre Experimente da gemacht haben. Und es fällt halt auf,
dass die Stühle sind mit dem Rücken zueinander gestellt und auch nebeneinander, sodass man sich umdrehen muss, um miteinander zu kommunizieren. Und das fördert halt nicht soziale Interaktion. Und das ist halt so ein kleines Beispiel, wie man dann durch einfach nur Design irgendwas verändern kann. Hier ist halt eine soziopädale Anordnung von Sitzmöbeln. Das ist im Yorkton Psychiatric Center. Das ist das, was letztendlich gebaut wurde nach den Plänen von Osmond und Izumi. Hier ist ein Plan, der ursprüngliche Plan für die neue Psychiatrie. Da sieht man, es sollte halt rund werden. Man sieht, am Rand sind die Einzelzimmer für die Patienten. Dann ein bisschen weiter vorne dran gelagert sind halt diese Räume, wo kleine Gruppen sich treffen, und in der Mitte ist halt ein Platz für große Gruppen. Es gab dann auch in der Zeitschrift Mental Health im Monat darauf gab es dann Repliken von sowohl anderen Ärzten als auch Architekten. Und die Reaktionen waren gemischt. Also sie waren nicht grundsätzlich ablehnend, weil, wie gesagt, die bisherigen Probleme allen klar waren. Einige haben das abgelehnt, wie sie sich gedacht haben. Es gab zum Beispiel Walter Barton, den Leiter des Boston State Hospital. Der hat angezweifelt, dass der Effekt von Gebäudedesign überhaupt allzu groß ist. Die ausführlichste Antwort würde ich jetzt gerne gerade vorstellen. Die ist von Morland Griffin Smith, ein Architekt. Der hat zuerst Osmond und Izumi gelobt, fand es sehr toll, was sie geschrieben haben. Er sieht aber einige Nachteile, nämlich die Rundform zum Beispiel, moniert er. Die runde Form würde den Forderungen widersprechen, dass die Patienten sich wie zu Hause fühlen sollen. Denn wenn man das rund baut, das ist hier so eine Skizze, die er dazu gemalt hat, das ist die räumliche Ansicht von Izumis Vorschlag. Die zeigt jetzt plastisch einige der Nachteile auf. Nämlich, wenn man sich darin befindet, in diesem halbrunden Gebäude, dann sieht man als Patient Räume, die sind dreieckig, trapezförmig. Und selbst die Rückzugsorte, die sind nicht wirklich rechtwinklig. Und das kann halt natürlich, wenn man eine Wahrnehmungsstörung hat, dann auch zusätzlich verwirren. Und dann fühlt man sich halt nicht wie zu Hause, weil zu Hause sind die Räume halt meistens rechtwinklig. Und die Form der Räume passt also überhaupt nicht. Auch der Kreis wäre nicht so gut. Das wäre die rigideste aller geometrischen Formen, die sich einem förmlich aufzwingt und die das Auge zu einem zentralen Punkt zwingen würde. Und das würde dann das Element der Auswahl eliminieren. Weiter würde eine Person in einem Kreis dazu tendieren, wahrscheinlich tendieren, in die Mitte zu gehen oder halt am Rand zu bleiben. Ein Kreis, weil er so rund ist, impliziert auch Bewegung, und das wäre halt weiter auch nicht gut für jemanden, der Ruhe oder Sicherheit sucht. Man kann auch durch die komische Form der Räume auch nicht wirklich Möbel dahinstellen. Die Möbel sind halt recht winklig und die Räume halt nicht, und das ist dann auch unpraktisch. Bemängelt weiter eine schlechte Akustik, weil das ja Räume sind, die sich alle ineinander öffnen, und das wäre dann auch nicht so gut. Er hat das aber nicht nur kritisiert, sondern hatte auch einige Verbesserungsvorschläge. Man sollte zum Beispiel im Labor mit Biofeedback testen, dass wie Psychotika auf Farb- und Raumkonfigurationen reagieren. Man sollte auch die Räume mehr individualisieren. Sollte man eine Art Library mit Skulpturen und Bildern haben, wo die Patienten sich das aussuchen können. Und er hat hier auch von dem Gesamtgebäude ein Plan gezeichnet. Das ist jetzt auch rund, aber das ist nur schematisch. Also er meint nicht, man soll das rund bauen, sondern das ist halt nur, um seine Ideen zu verdeutlichen. Es sollte alles noch ein bisschen offener sein, als das von Izumi geplant war. Es sollte große und kleine Höfe geben, Passagen, die sich in Höfe öffnen, Kreuzgänge, private, halbprivate und offene Außenräume.
Und das Ganze in der kleinen und prätentiösen Gemeinschaft von Gebäuden. Also das ist halt die Grenze zwischen außen und innen auch ein bisschen aufgehoben ist und dass man halt ein bisschen in der Natur auch lebt. Letztendlich wurde dann auch das Yorkton Psychiatric Center gebaut nach den Plänen von Izumi. Es war nicht rund. Ob das jetzt an den von den Gegenvorschlägen von Smith lag, weiß ich nicht. Es gab aber auch noch andere Beschränkungen, warum die Pläne nicht so durchgesetzt werden konnten, wie er sich das eben vorgestellt hatte. Es gab halt externe Beschränkungen, wie zum Beispiel Feuerbestimmungen oder einfach Gebäudebestimmungen, die gesetzlich einfach so waren. Hier habe ich jetzt eine vorläufige Skizze eines Gemeinschaftsraums. Das sieht man im Hintergrund, ist halt so privat, ein bisschen privater, da wo der rechts aus der Tür rausguckt. Dann vorne links im Hintergrund ist eine kleine Gemeinschaft und vorne ist halt der größere Raum. Das ist der Gebäudeplan, wie so ein Gebäude letztendlich aussah. Die drei Flügel sind jetzt die Privaträume und die größeren Räume, die sich halt dann öffnen, wo man sich dann begegnen kann, die liegen alle in Richtung Mitte. Man hat dann von diesen Gebäuden 5 Stück gebaut. Das sind die unten und links, diese 5 Gebäude, die halt in so einer parkähnlichen Landschaft liegen. Man hat auch noch 5 weitere ähnliche Kliniken in Kanada gebaut und eine in Pennsylvania. Das Ganze hat die Herangehensweise von Izumi an die Architektur verändert. Er hat gesagt, er designe jetzt nicht länger für Architekten, sondern für Menschen. Bis jetzt hätte er Raum eher als ästhetische Erfahrung gesehen, ohne darauf zu achten, was Leute damit tun würden. Und dass er jetzt angefangen hätte, an die Leute zu denken, die in diesen Räumen leben und arbeiten müssen. Er hat sich retrospektiv nochmal dazu geäußert, nämlich im Februar 1965, wieder in der Zeitschrift Mental Hospitals, dass ein Architekt nicht das Recht hätte, seine eigenen Vorstellungen von Design ohne Rücksicht umzusetzen, was aber trotzdem nicht hieße, dass der Architekt sich nicht künstlerisch ausleben könne. Im Gegenteil, dadurch, dass man beschränkt ist, also Beschränkungen auferlegt bekommt, wären die Herausforderungen von den künstlerischen Fähigkeiten besonders groß. Er hat auch sich selbst kritisiert. Es wurde beim Bau von diesem Yorkton Psychiatric Center einiges übersehen. Zum Beispiel waren dann Balken an den Decken der Schlafzimmer, die waren aus Holz und die enthielten viele Astlöcher und die können dann halt, wenn man im Bett liegt und die Decke anstarrt, können die als Gesichter oder Figuren interpretiert werden. Auch nicht gut fand er im Nachhinein, dass alle 5 Gebäude gleich aussehen. Das kann nämlich zu Verwirrungen auch führen, dass man sich dann nicht mehr zurechtfindet. Das ist jetzt alles schön gut. Es haben auch einige Leute sich Beispiele daran genommen. Es gab aber danach auch noch schlimme psychiatrische Kliniken. Zum Beispiel hier das Lindemann Psychiatric Center in Boston. Das hätte ich eigentlich auch gerne noch vorgestellt, aber das hätte dann zu lange gedauert. Es sieht halt total schlimm aus. Es ist total ein Betonklotz. Ganz links diesen Vorsprung haben viele Leute als einen bedrohlichen Frosch interpretiert. Es ging dem Architekten Paul Rudolf darum, das Programm des Gebäudes auszudrücken und nicht jetzt eine Funktion zu erfüllen, wie das eigentlich Izumi und Osmond in ihrem Paper gefordert hatten und zu Recht gefordert hatten. Was ich jetzt noch kurz vorstellen würde, ist auch aus der Zeitschrift Progressive Architecture vom September 1966, also einen Monat nachdem über die Experimente von anderen Psychiatern berichtet wurde. Das hier ist das Modell eines sogenannten LSD-Center, ist von Leland Cott, der war der Sohn eines Psychiaters und Architekturstudent
Der hatte auch selbst Erfahrungen mit LSD gemacht und dieses LSD-Center ist seine Bachelorarbeit. Es ist auch eine Art Klinik, sollen dort Patienten aber mit LSD-Therapie behandelt werden. Also es beruht nicht nur auf den Erfahrungen, die gemacht hat, dass er das Gebäude designt hat, sondern es soll auch dann, sollen dann auch Substanzen benutzt werden von den Patienten. Es ist aber nicht nur für Patienten, sondern auch für Leute, die einfach nur so Erfahrungen machen wollen. Hat Platz für 15 Leute, Wohnräume für die Psychiater, ein Vortragssaal und ein Labor für biochemische Forschung. Jeder Behandlungsraum ist dann individuell gestaltet, soll aber auch nicht verstörend wirken und um die Kranken nicht zu verunsichern. Es gab dann noch eine kurze Kritik von Progressive Architecture, die dann gemeint haben, dass sowohl die Toiletten als auch die Meditationsräume, die wären beide rund. Und das könnte halt im Geist von Patienten in Verbindung und durcheinander gebracht werden. Es gäbe auch zu viel verschiedene Formen, aber das wäre ja vielleicht auch ganz schön für Leute, die nur eine Erfahrung wollen, dann gäbe es halt was zu sehen. Interessant fand Progressive Architecture, dass das Schlafzimmer, dass die Schlafzimmer sich öffnen zu einem zentralen Begegnungsraum. Dies würde dem Center einen Sinn von Gemeinschaft geben. Und es ist jetzt nicht so ganz klar, ob Leland Cott und Progressive Architecture sich jetzt auf das Beispiel von Izumi bezogen haben, aber wenn man sich das so anhört, also wie das geplant wurde und wie die Kritiken waren, dann sieht man da schon, dass zumindest einige Leute vielleicht was gelernt haben aus dem Beispiel des Yorkton Psychiatric Center und den Erkenntnissen, die Izumi auf LSD daraus gewonnen hat. Das letzte Thema, das ich jetzt gerne noch vorstellen würde, das beginnt in den 60ern, oder eigentlich 1970, da hat Stuart Brand in einer Zeitschrift namens The Outlaw Area eine Art Dope Academy gefordert, in dem halt Substanzen genommen werden können und diese Dope Academy soll in drei Kategorien eingeteilt werden sollen. Die hat der Ashram, Hardcore und Pharmaceutical genannt. Ashram wäre dann nach seiner Vorstellung eine Gemeinschaft von Lehrern und Lehrenden, die untersuchen, wie und wie nicht verschiedene Substanzen die spirituelle Reise unterstützen können. Hardcore wäre dann so gedacht, dass jeder einfach nehmen kann, was er will, dabei aber selbst für die Konsequenzen verantwortlich ist. Und da ging es halt darum, zu entdecken, was passiert, wenn man jetzt halt einfach richtig Drogen nimmt. Die dritte Kategorie war Pharmaceutical. Da soll in Verbindung mit Drogenherstellern gearbeitet werden. Es geht da eher um eine chemische Betrachtungsweise von Drogenforschung mit Menschen quasi als freiwilligen Versuchskaninchen. Soll vor allem liefern Informationen über Dosierung und Mischung von verschiedenen Substanzen und natürlich bessere Drogen. Das wäre erstmal die Forderung. Da kam dann auch jahrzehntelang nichts raus. Wenn man sich anguckt, was es so gibt an Gebäuden, wo dann Substanzen konsumiert werden, gibt es zum einen Druckräume, also Konsumräume für Heroinabhängige. Die sind sehr hässlich, abweisend, kalt, klinisch. Die sind in weiß gehalten, die laden nicht zum Verweilen ein, sie fühlen sich an wie ein Krankenhaus, was halt auch so irgendwie ein komisches Bild von jetzt Drogensucht ist, dass halt die Benutzer krank sind und irgendwie geheilt werden müssen. Es wird auch überwacht, also es gibt da Überwachungskameras und alles Mögliche und die nehmen halt auf die Bedürfnisse, die jetzt über den bloßen medizinisch-technischen Vorgang des Heroinspritzens hinausgehen, nicht ernst. Also ich habe jetzt noch kein Heroin genommen und werde das wahrscheinlich auch niemals machen, aber jeder weiß eigentlich, dass wenn man sich jetzt gerade eine Spritze gesetzt hat, dann hat man nicht Lust jetzt irgendwie rumzulaufen. Dann will man sich halt ausruhen und dafür ist halt überhaupt nicht gesorgt. Also nur ungemütliche Stühle an sterilen Tischen. Man hat auch keinen Rückzugsraum. Also man sitzt hier wirklich
nebeneinander. Das stelle ich mir total schlimm vor. Also es nimmt überhaupt keine Rücksicht letztendlich. Ist vielleicht gut gemeint, aber nimmt keine Rücksicht. Was es noch gibt und was jetzt an einem anderen Ende des Spektrums könnte man sagen, liegt es, sind hier Ayahuasca-Retreats. Da wird sich halt auch Mühe gegeben. Es geht ja auch um zahlende Kundschaft und nicht um irgendwelche Leute, die halt dann auf der Straße wohnen teilweise und sich dann nur in Schuss setzen wollen. Hier habe ich ein Beispiel gefunden. Das ist ein Retreat in Peru. Das ist dann nach Vorstellung von sogenannter heiliger Architektur gebaut. Nach Aussage der Website dient dieses, also es ist ein Dodekahedron, ein Zwölfeck. Das würde dazu dienen, Energie zu konzentrieren und den Heilungsprozess zu beschleunigen. Das ist das gleiche Gebäude von innen. Sieht auch sehr schick aus, ist aus Naturmaterialien gebaut. Jetzt heilige Architektur, da kann man vielleicht die Nase rümpfen, aber dieses Zwölfeck ist halt schon länger bekannt, seit der Antike, eins der sogenannten platonischen Körper, ist ganz rechts, dieses zwölfseitige Polyhedron, das steht jetzt seit Platon und auch in der Alchemie und so steht das für den Äther, also irgendwie so eins der fünf Elemente oder das fünfte Element, das alle anderen in sich vereinigt, die Quintessenz. Das nur kurz zu der Form. Es gibt jetzt eine Architekturstudentin namens Amel Breuil, eine französische Architekturstudentin, die hat 2016 ihre Abschlussarbeit geschrieben über eine Mall in Oslo, die abgerissen werden sollte. Sie hat aber eine Alternative zum Abreißen geboten in ihrer Arbeit. Das hier ist das Modell, also das Bunte ist die Mall. Das sollte umgebaut werden zu etwas, das heißt Psychotropia or the Hospital of Every Consumption. Sie hat in einem Interview selbst gesagt, dass sie auch psychoaktive Substanzen benutzt hat. Some other tools were used directly ingested, war das Zitat. Das sollte eine architektonische Antwort auf die Diskriminierung von Menschen von Drogensubkulturen sein. Das basiert zum einen auf den Vorstellungen, die Stuart Brand in seiner Forderung nach einer Dope Academy gestellt hat, aber eben auch auf ihren Erfahrungen, sie hat sich Konsumräume für Heroinkonsumenten angeguckt und fand das auch ganz schlimm und basierte aber auch auf der Situation der offenen Drogenszene in Oslo. Die hat angefangen in den 60ern oder Anfang der 70er, wo dann Leute dann im Park des Königsschlosses dann Drogen genommen haben und die sind halt immer wieder vertrieben worden. Also jeder dieser Ovale zeigt einen Ort, an dem dann diese Szene stattfand und die ist dann immer weiter nach Osten vertrieben worden. Also ganz rechts unten ist dann 1995 und rechts oben ist dann heute. Und heute der Ort, wo sie sich 2016 getroffen haben, das war halt eben an dieser Mall, die abgerissen werden sollte. Norwegen hat übrigens zum einen die meisten Heroinüberdosen in Europa überhaupt und auch eine sehr extreme Drogengesetzgebung. Also man kann da bis zu 21 Jahre ins Gefängnis kommen, was übrigens so viel ist, wie Anders Breivik für das Massaker an 77 Menschen bekommen hat. Wie gesagt, soll das Ganze eine Alternative zum Abriss darstellen. Verbindet jetzt nicht nur die Forderung nach einer Dope-Akademie und die gegenwärtige Situation miteinander, sondern bezieht sich auch stark auf die Gegenkultur und ihre Architekturen, also Gegenkultur der 60er und ihre architektonischen Äußerungen. Also es ist alles sehr psychedelisch auch wirken soll, durch Farbe, Muster und so weiter zu verbinden.
Es gibt dazu jetzt eine schriftliche Abschlussarbeit, dann das Modell, das haben wir eben gesehen, und einen Comic. Das hier, was gerade zu sehen ist, ist ein Bild aus dem Comic. Das hier auch beschreibt nochmal kurz, was das Zentrum leisten soll. Also je nachdem, welchen Eingang man wählt, kriegt man verschiedene Erfahrungen, kann dann halt auch Hardcore, Ashram oder Pharmaceutical irgendwie Drogen erfahren. Das hier ist jetzt ein Bild aus der Vogelperspektive. Das ist auch aus dem Comic, zeigt so kurz einen Pfad, den man nehmen kann durch dieses Gebäude. Hier sind nochmal die einzelnen Gebäude, die einzelnen Abschnitte bezeichnet mit ihrer Funktion. Also verschiedene Eingänge, ein überwachter Konsumraum, der soll dann aber nicht so überwacht sein, wie jetzt zum Beispiel ein Druckraum ist, also mit Kameras und kalt, sondern es soll halt einfach aufgepasst werden, dass niemand stirbt, egal was er dann nimmt. Und natürlich auch ein Ort einfach zum Relaxen. Das Ganze in verschiedenen Stockwerken, also ganz oben ist dann der Ashram Space. Da kann man dann halt Substanzen nehmen oder durch Yoga oder Meditation andere Bewusstseinszustände erreichen. Das zweite Stockwerk bietet dann ein Substitutionsprogramm und auch Heilung. Dann der erste Stock, da geht es halt wirklich nur um den Konsum, aber halt ein relaxter Konsum. Es gibt natürlich auch erste Hilfe und man kriegt auch saubere Nadeln. Und ganz unten ist auch nochmal ein Raum zum Relaxen. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel eine Disco, wo man dann hingehen kann, wenn man darauf Lust hat. Und es gibt auch ein Labor, das halt zum Beispiel jetzt irgendwelche Plotter analysiert und dann guckt, ob das gut ist, ob da keine Schadstoffe drin sind und so weiter, um dann halt auch einen sicheren Rausch bieten zu können für die Leute, die da hingehen. Das ist das Bild vom Relax-Raum nochmal, wie er im Comic dargestellt wurde. Also es sind große Kissen, es kommt Musik, es ist alles ein bisschen psychedelisch aufgemacht. Sie hat sich auch noch orientiert, vor allem bei diesen Relax-Räumen, an Opiumhöhlen, wie die früher waren. Hätte ich gerne auch noch was drüber gesagt, wäre aber auch zu lang gewesen. Worüber ich auch noch geredet hätte gerne, wäre der Club de Hashishah aus dem 19. Jahrhundert, wo Künstler Drogen genommen haben, vor allem Haschisch. Viele bekannte Schriftsteller, also wie das zum Beispiel Alexandre Dumas oder Gérard de Nerval. Das war auch sehr schick und sehr psychedelisch eingerichtet. Da wurde Geige gespielt und so weiter. Es sollte da eine Atmosphäre geboten, die so ähnlich ist wie das Paradies, wie es von Mohammed beschrieben wurde. Aber wie gesagt, das wäre jetzt alles zu lang gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, das zu recherchieren. Ich habe jetzt noch einige Fragen, über die man dann vielleicht heute Abend reden könnte in dem Jitsi-Call. Zum einen, wie könnte jetzt heutzutage Architektur in der sogenannten psychedelischen Renaissance noch benutzt werden? Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es da zum Beispiel? Und vielleicht irgendwie noch so ein moralisches Dilemma. Sollte man überhaupt versuchen, veränderte Bewusstseinszustände mit Hilfe von Architektur hervorzurufen und zu beeinflussen? Danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend. Tschüss.